Ja, passiert. So, 2 Kilometer, halbe Stunde, 350 Höhenmeter. Ist doch was anderes als die letzten Tage. Aber Wetter sieht richtig gut aus. Selbst die Zugspitze kann man schön beobachten. Die Seilbahnen haben heute den Betrieb wieder aufgenommen. Sowie Außengastronomie. Das heißt, wir werden oben höchstwahrscheinlich ein Gezapftes kriegen. Ein bisschen was zu essen. Ja, Viertel des Wegs. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, ich habe jetzt bei meinem Hausarzt dann angemeldet. Zum Wohl. Das ist lecker. Ist der Winkel gut? Guck mal kurz rein. Ich habe den das Sichtfeld nur ein bisschen kleiner gemacht. Ist der Winkel okay? Ja, aber welcher Dienstag ist so? Immer Dienstag. Ja, du hast immer Montag Ruhetag. Was denn? So eine Sequenz brauche ich. Ja, welche? Ja. Die Abschluss. Ja, einfach nur den letzten Schluck spülen, bevor es losgeht. Okay. Das passt dann für das Fertige. Schon wieder leicht abschüssig. Mhm. Steppbergalm. Ja, und jetzt schlägt gerade das Wetter um. Das ist eigentlich eine richtig tolle Kulisse. Jetzt sehe ich hier drüben gar nichts mehr. So, hier oben wahrscheinlich noch weniger. Der Grat ist geschafft. Es sind noch 250 Meter. Aber sie laufen sich schon schwierig. Ich meine, ich bin zwar noch kurzärmlich. Jetzt haben wir es hier. 5 Grad. 6 vielleicht, aber die Kulisse ist sehr, sehr reizvoll. Höhenmeter ab der Steppbergalm. Ist doch ein ordentliches Stückchen, gerade mit dem Schnee und dem Grat. Das haben wir jetzt hier von der Alm. Leider ist mein Track halbiert, 1,4 Kilometer. Das heißt, wir sind bei relativ genau 6. Wir sind da. Kollege kommt auch noch gleich, hat ein bisschen Luft.
das Kreuz. Sehr spartanisch. Das ist frisch. Ich würde eine Timelapse machen, nur ich habe das Gefühl, es bringt überhaupt nichts, weil wenn man sich halt mal hier dreht, ich mache sie trotzdem, wird man sehen, und ist mir egal, dass es doch eigentlich überall eine Suppe ist. Aber wir sind da, das ist echt cool. Ja, ich weiß nicht, eine kleine Bank vielleicht zum Verweilen. Das Bier ist auf jeden Fall verbrannt. Der Magen ist noch ziemlich voll, das war schon... Oh, der Magen hat noch ganz schön zu tun mit der Verdauung. Deswegen war die Idee, gleich loszulaufen, fragwürdig. Ja, hier drüben, Blödsinn, hier drüben wäre die Zugspitze. Ja, ist halt ärgerlich, dass man da nicht viel von hat, aber es soll auch effektiv, ich muss leise reden, er kommt in anderthalb Stunden gewittern. Ich habe auch gesehen, hinten geht es auch fürstlich runter. Also, ja, man sollte hier nicht über die Gene kippen wahrscheinlich. Ja. Also vor allem sollte man hier nicht betrunken hochkommen. Da sind wir nicht. Oh, ich kann mich kaum noch hinsetzen, weil alles schmerzt. Oh, mein Hintern. Die Schenkel waren schon das letzte Stück hier. Oh. Ich finde, so kalt ist nicht. Also es ist irgendwie mit der Aktivität. Nee, das merkt man jetzt nicht. War 900 Meter, nicht ganz ein Kilometer. Okay. Also ich habe mal gesehen, wenn morgen Osterfelderkopf möglich wäre, sind es 1340 Höhenmeter. Also eigentlich nicht so viel. Was sagst du? Wie viel? 1340. 1340? Ja, aber die verteilen sich gut. Also heute haben wir 900 gemacht, oder? 1400. Heute haben wir 1400. Also genauso wie heute. Genau, ich glaube 860 bis zur Stellbergalm und dann 321 nochmal. Und dann dazwischen das bisschen auf Abmeer. Aber es ist genau 1400. Schon eine Tour wahrscheinlich, oder? Ja, so wie heute.